Nächste Woche ist es wieder so weit. Deutschland feiert nächste Woche Tag des deutschen Butterbrotes. Mhm. Kanada feiert nächste Woche ja, Tag des Liebesbriefes. Und Spanien, ohne Witz, feiert nächste Woche Sprich wie ein Pirat-Tag. Und wir in der Schweiz nicht ganz so originell, Abstimmungstag. Oder wie man in der Piratensprache sagt, Herr mit euren Abstimmungsumschlägen, ihr elend Landratten! Hey ho und der Buttel voll rum! Zwei wunderbare Vorlagen stehen bereit, um uns Schweizerinnen und Schweizer an der Urne darüber zu entscheiden. Zum einen haben wir die Vorlage Ehe für alle. Bei der geht es darum, dass gleichgeschlechtliche Paare endlich die gleichen Rechte bekommen. Natürlich das Recht, um die gleichen Fehler zu machen wie Heteropaare auch. Nämlich zum Beispiel heiraten. Hm? Oder Kinder aufziehen. Wie es übrigens in Deutschland, in Kanada und sogar im erzkatholischen Piratenspanien bereits länger möglich ist. Fun Fact, eigentlich hätte die Vorlage ja etwas anders heißen. Nämlich, was geht es euch eigentlich an, wer, was oder wen liebt die primitiven Hinterwäldler mit Jesus-Komplex? Ne? Aber das Komitee hat sich dann kurzerhand anders entschieden. Bessere so. Obwohl es wirklich immer noch Leute gibt, die der Meinung sind, dass schwule Paare nicht auch noch heiraten sollten. Lesben und heiraten? Nein, das ist doch nicht nötig bei uns in der Schweiz. Ich meine, Tami und Nick, die sind ja gar nicht mehr zusammen, oder? Ja. Aber machen wir jetzt keinen Witz, sondern nehmen jetzt mal die Bedenken der Gegnerinnen und Gegner zur Kenntnis. Zum Beispiel hier Therese Schläpfer, SVP-Nationalrätin. Sicher, wir haben auch eine Vorbildfunktion, aber für unsere Randgruppe, für unsere Familie, ich fühle mich mittlerweile als Randgruppe, ich sage das oft an einem Podium oder so, wenn ich vorgestellt wird. Ich bin seit 29 Jahren mit dem gleichen Mann geheiratet. Wir haben drei erwachsene Kinder. Ja, hä? Wer hat sie nicht schon bemerkt, die verschöpfte Schweizer Familie Randgruppe? Wo sich Sonntag für Sonntag zwischen Ballenbergmuseum, Rheinfall und Brötlistell durch all die Horden von pöbelnden und glotzenden Lederschwulen und Kampflesben drängen. Das ist brutal, aber anscheinend Alltag hier bei uns in der Schweiz. Und dann, jetzt Achtung, noch mal ganz ein wichtiges Argument, die Natur. Ich finde, Mann und Frau sind der Grundsatz für zum Kinder haben. Und das ist von der Natur her so. Und vom Gesetz her haben wir seit 10 Jahren den Gleichstellungsartikel. Ja, das lassen wir jetzt mal so unkommentiert stehen. Aber habt ihr die Reaktion von dem jungen Zuschauer im Hintergrund gesehen? Regie, können wir den bitte noch einmal haben? Das ist von der Natur her so. Und vom Gesetz her haben wir seit 10 Jahren den Gleichstellungsartikel. Ja. Sorry, aber der urbane Junge muss man nicht mit Natur und so etwas kommen. Ja? Also, was haben wir zusammen als Gegenargument? Wir haben traditionell Familie wird zur Randgruppe. Wir haben Natur. Und da war noch etwas gewesen. Wir haben noch, wo ist es? Richtig, Zombie-Kind. Zombie-Kind. Ja? Was, Sie haben keine Angst vor dem Zombie-Kind, wenn die Initiative angenommen wird? Gegner schon, wie da die schweizweite Plakatkampagne zeigt. Hm? Verantwortlich ist das Westschweizer Nein-Komitee und der Ex-SVP-Vizepräsident, Hobby-Schriftsteller und Profi-Reisflaggenfetischist Oskar Freisinger. Ja. Hey, wie haben die echt das Bild gemacht mit dem Zombie? He? Die lederige Haut, die stechenden Augen. He? Ah, jetzt ist klar, ja. Apropos SVP und die Toten und so. Lebt eigentlich der Christoph Blocher noch? Hm? Natürlich, und wie der lebt, schau mal. Das sind 16.000 Quadratmeter und es ist aber viel auf dem Grundstück. Also, da ist mal das Wohnhaus, oder? Ist klar. Dann haben wir den Sitz von der Ems Chemie Holding. Ist da. Ja, wo ihre Tochter jetzt ist, oder? Eine Weltfirma, ja, ja. Oder? Ist da. Ja, es läuft beim Blochen, wie man so schön sagt. Kein Wunder gehört seine Familie mit geschätzten 16 Milliarden Franken zu den Top 10 der reichsten Schweizerinnen und Schweizer. Allein in diesem Jahr sind noch mal 4 Milliarden Franken obendrauf gekommen. Vor allem auch dank massiven Wertgewinn der familieninternen Ems Chemie-Aktien. Das heisst, hier hat vor allem das Geld gut geschafft. Ist denn das noch fair, dass der so reich ist? Ein Unternehmer muss doch reich sein. Ich sage immer, wenn ich nicht reich gewesen wäre, jetzt haben sie ja auf die Kinder verteilt, oder? Aber wenn die Kinder nicht reich wären, mit diesen Unternehmen, dann wäre ja himmeltraurig. Ja, dann wäre doch himmeltraurig. Unternehmen müssen doch reich sein. Ja? Unternehmen müssen reich sein, schliesslich.
Und das ist von der Natur her so. Genau. Aber der Christoph, danke. Der Christoph muss da keine Angst haben. Im Moment wird in der Schweiz Kapitalvermögen geradezu lächerlich tief versteuert. Im Gegensatz zu Deutschland oder Kanada oder sogar in Piratenspanien. Und dass da so viel Geld einfach so aus Kapitalvermögen, also nicht durch einfaches Arbeitseinkommen generiert wird, lässt gewisse Genossinnen und Genossen von der JUSO aufhorchen und Kopf rechnen. Ich habe das mal ausgerechnet. Wir haben während der Pandemie alle geklatscht für Pflegerinnen und Pfleger. Und eine von diesen viel beklatschten Pflegerinnen müsste rund 100'000 Jahre arbeiten, ohne einen Franken auszugeben, um das Vermögen von der Magdalena Matula-Blacher zum Beispiel zu erreichen. Ja, 100'000 Jahre, Wahnsinn. Ich frage mich gerade, wie viele Kinder in dieser Zeit mit Toten gemacht worden sind. Aber zurück zu unserer Rechenmusterschülerin Ronja Jansen. Das ist sie ja gesehen. Sie und ihre Mitstreiterinnen ziehen nächste Woche mit der sogenannten 99%-Initiative in die Abstimmungsschlacht. Oder wie es in der Piratensprache wird heißen: Lass die fetten Geldsäcke über die Planke gehen! Hey ho, ne Buddel voll rum! Ja, die JUSO mag einen Ruf von linksradikal versifften Studentenrevolution haben, aber das täuscht. Weil bei diesen Leuten wird mehr und härter gerechnet als beim jungen FDP-Schieberobig. Wirklich. Erinnert euch, erst haben wir 1:12 und jetzt 99%. Und ich weiss aber immer noch nicht, was jetzt 100'000 Jahre als Pflegepersonal mit der 99%-Initiative zu haben. Aber vielleicht kann uns ja Frau Prelitz-Huber, Gewerkschaftspräsidentin und Nationalrätin der Grünen, noch einmal dazu etwas ausrechnen. Dass die unteren und mittleren null bzw. sogar eine Senkung haben im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, die obersten 10% Verdienenden plus 20%, das oberste Prozent Verdienenden plus 40%. Das ist die Realität. Moment. Plus 30%, behalte 7. Ja, plus. Also, ich verstehe es nicht. Ich komme nicht drauf. Ja. Vielleicht hat ja das berühmteste Ex-JUSO-Mitglied Stefan Klapperoth eine Idee. Auch nicht. Dabei ist es ja eigentlich ganz einfach. Es geht bei dieser Initiative eigentlich gar nicht um die 99% der Schweizer Bevölkerung, die ein bisschen weniger verdienen, sondern es geht um. Das reichste 1%. 1%. Es geht um das 1% selbstverständlich. Richtig, es geht bei der Initiative um das 1% in der Schweiz, die am meisten Geld besitzen, gerade in Form von Kapitalvermögen. Also das sind die sogenannten Superreichen. Also Leute eben wie dieser. Und dann ist auch der Sitz von der Ring da, von der Musikinsel Rheinau. Also es ist auf dem Grundstück ein Haufen. Ein Haufen dort drauf. Die JUSO-Initiative sieht also vor, dass solche Leute ihr Kapital kommen, aber einen bestimmten Betrag um 150% versteuern müssen. Und das so generierte Steuergeld würde es dann wiederum der sozialen Wohlfahrt zurückgeben. Also von den Reichen näher zu den Armen geben. Das Ganze ist also ein Mash-up zwischen Robin Hood und Ronja Räubertochter. Könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen? Aber wie viele sind denn die Superreichen? Und das haben wir ausgerechnet, es sind etwa 80'000 Menschen. Einmal mehr sehr schön ausgerechnet, danke schön. 80'000 Superreiche, da muss man jetzt die Frage stellen. Wenn 99 Pflegerinnen 80'000 Superreiche 100'000 Jahre in ihren Villen betreuen, was ist denn deren Kapital gekommen? Tönt sich ein bisschen schräg, aber das ist ein bisschen Krux an dieser Initiative. Es ist ein bisschen unklar. Der Begriff Kapitaleinkommen ist heute im Steuerrecht nicht definiert. Das könnten Zinsen sein oder Dividenden, Einkünfte aus Vermietungen oder Christoph seine Ankerbildsammlung. Wo bewahrt Christoph eigentlich seine Ankerbildsammlung? Ah ja, klar, dort. Und dann ist unterirdisch das Museum für meine Bildersammlung. Ja, ist ja klar. Ja. Auch nicht so richtig festgesetzt ist die Betragsgrenze, ab der sie versteuert werden. Die JUSO redet von 100'000 Franken. Oder sind es 100'000 Jahre? Ich bin jetzt selber gerade auch ein bisschen verwirrt. Komme nicht raus. Das schürt natürlich Unsicherheiten beim Volk. Nicht nur bei den Ex-JUSO-Mitgliedern. Sondern auch Gegner und Gegnerinnen von dieser Initiative sind ja ein bisschen verwirrt. Wenn man den Initiativtext anschaut, kann man da alles interpretieren. Kann man dort, ja? Überhaupt Gegnerinnen und Gegner.
Gegnerinnen und Gegner, das wäre der Bundesrat, das Parlament, die Mitte, FDP und natürlich die SVP, die wissen halt schon, im Gegensatz zu den Juso, in Sachen Argumentation von Haus aus einfach wesentlich klarer zu kommunizieren. In ganz klaren Bildern, wo einfach die Herr und Frau Schweizer sofort verstehen, wie gesagt, was man von dieser Initiative halten tut. Ihr habt immer das Gefühl, wir können die Leute anbinden, die sind da fix in der Schweiz und die können wir einfach melken, wie ich daheim bei mir Kühe melke. Und ich weiss es bei mir aus dem eigenen Betrieb. Zu den besten Kühen musst du Sorge haben. Ja! Oder um es noch ein bisschen drastischer zu formulieren. Ich meine, sie der Bauern sind so dumm. Die tun die guten Kühe melken und nicht totschlagen. Ja, Kühe, das kommt eben an, das Bild, das wird verstanden in der Schweiz. Da werden nicht gross Zahlen gewählt, Berechnungen angestellt und 100'000 Jahre zugewartet, bis man Resultate vorweisen kann, wie bei den Juso.